Ja, herzlich willkommen an diesem Donnerstagmorgen zur 8. Ausgabe der Mission Safety Digital live aus der Halle 27 der Interschutz in Hannover. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Für alle die, die jetzt neu dazugekommen sind, einige Hinweise. Der Stream, den ihr jetzt sehen werdet, den werden wir aufzeichnen. Danach könnt ihr gerne wieder einsteigen und euch das Ganze nochmal ansehen. Dann wollen wir mit euch natürlich kommunizieren. Nutzt die Chatfunktion, die auf eurer Streamseite verfügbar ist, damit wir mit euren Ideen, eurem Feedback und euren Fragen hier gut leben können. Ja, heute haben wir die Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Messe AG und der Drägerwerk AG mit Herrn Dräger und Herrn Dr. Köckler hier. Auf dem Bildschirm seht ihr im Moment gerade die Timeline für die kommende Woche, also für diese Woche bis Samstagabend oder Nachmittag 16 Uhr werden wir senden hier. Da gibt es viele spannende Themen für euch. Und wir freuen uns, dass ihr jetzt schon so zahlreich dabei seid. Ja, wir wollen als erstes mit einer Umfrage beginnen, damit wir diesen Livestream hier gut vorbereiten können. Ich bitte mal die Regie, die Voxer-Umfrage einzublenden. Und zwar wollen wir von euch wissen, wird die Digitalisierung nachhaltig in der Feuerwehr, am Arbeitsplatz etc. etwas verändern? Die Fragen dazu seht ihr auf eurem Bildschirm. Ihr könnt natürlich auch das Handy mit dem QR-Code nutzen. Ich lasse das jetzt mal eine Sekunde stehen, damit wir möglichst viele Antworten von euch bekommen. Und ja, wir haben hier schon im Studio in der Vorbesprechung diskutiert. Wir sind auf das Ergebnis gespannt, weil es gibt durchaus unterschiedliche Bilder. Und wir werden nachher auch noch mal von Raimund Bücher vom Werkfeuerwehrverband eine Stimme dazu hören. Ja, ich würde sagen, wir sehen im Hintergrund jetzt schon das Standleben bei uns auf dem Drägerstand in Halle 27, wo wir dann gleich auch runterschalten werden. Aber ihr kennt ja dieses Format mittlerweile. Jeden Morgen 10.30 Uhr haben wir ein spannendes Thema und dieses Thema beginnt immer mit einem Social Media Update mit Nele. Ich schaue schon mal zu Nele rüber, die ist schon da. Und sie bringt immer spannende Gäste mit. Jetzt gehe ich mal in meine nette Sitzecke und sag dir erstmal, Nele, guten Morgen. Moin, Werner. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Jeden Morgen. Das ist ja schon mit unserem Kaffee können wir hier durchstarten. Gestern hast du mich ja ein bisschen enttäuscht. Gestern wollte ich ja auch wieder, dass du einen Studiogast mithattest. Den hast du aber nicht hier gehabt, sondern unten auf dem Stand. Wie sieht denn das heute aus? Genau, also heute haben wir jemanden dabei und zwar Jan-Erik Hegemann vom Feuerwehrmagazin. Hallo Jan, schön, dass du dabei bist. Hallo Nele, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gern. Heute hast du uns auch ein Foto mitgebracht. Das Bild des Tages, das kommt quasi heute so aus euren Reihen. Vielleicht können wir das einmal einblenden. Und vielleicht kann Jan uns mal ein bisschen was dazu erzählen, was wir denn da sehen. Ja, wir sehen die gläserne Redaktion des Feuerwehrmagazins hier auf dem Messegelände, direkt in der Mitte von Halle 27. Da haben wir die Messezeitung erstellt. Das haben wir zum ersten Mal gemacht. Also die ist wirklich live hier vor Ort aus unseren Erkenntnissen durch die Besuche der Stände, die Vorführungen, Fachprogramme und so weiter entstanden. Super. Genau, also da auf unserem Tisch neben den Brezeln sieht man auch schon die Messezeitschrift. Die haben wir heute brandaktuell quasi mitbekommen. Und die wird ja alle 2 Tage gibt es eine Ausgabe, ne? Genau, wir haben 3 Ausgaben für die 6 Messetage, immer für 2. Morgen kommt dann noch die für Freitag, Samstag. Mhm. Die ist 32 Seiten stark, die anderen beiden waren 24 Seiten stark. Ui. Wir hatten so den Ehrgeiz, tatsächlich die beste Messezeitung zu machen, die es hier gegeben hat. Weil sehr oft sind das Zeitungen, die wenig Nutzwert für die Leser haben. Und uns war es ganz wichtig, dass wir Tipps und Tricks geben, was lohnt sich anzugucken, was gibt es für Neuheiten. Bei dem riesigen Angebot, das man hier hat, in der begrenzten Zeit, kann es vielleicht helfen, dass einem nichts durch die Lappen geht und man sich hinterher ärgert, dass man sich das nicht angeguckt hat. Nele, jetzt brennt mir ja doch noch mal eine Frage unter den Nägeln, bevor wir auf das Thema morgen gehen, was wir denn morgen so sehen werden. Jan-Erik, wie sieht denn das aus? Die Interschutz ist ja jetzt nach 7 Jahren endlich wieder hier am Start. Wir werden ja auch gleich mit Sicherheit von Herrn Dr. Köckler noch mal aus erster Hand erfahren, wie man das denn so alles erlebt hat. Wie ist denn dein Erleben jetzt im Moment hier, wie ist dein Gefühl auf der Messe selber und vor allem, wie ist der Weg dahin gewesen? Das war ja auch schon ziemlich spannend zu erleben. Ja, der Weg war sehr holprig und fast alle wissen das. Anfang des Jahres war es ganz knapp. Also
da war wirklich nicht sicher, ob es stattfindet. Durch Corona halt, ne? Genau, durch Corona, Ukraine-Krieg ist dazugekommen, Lieferengpässe, also wirklich ganz, ganz viele Sachen. Letztendlich ist die Entscheidung gefallen, dass man es macht. Also da muss man sagen, da war Dräger auch, hatte einen gewissen Stellenwert. Heiks muss man nennen, Rosenbauer muss man definitiv nennen. Die haben klar gesagt, wir stehen zur Messe. Und ich glaube, die Entscheidung war goldrichtig. Also wer hier durch die Hallen geht, der sieht wirklich nur zufriedene Gesichter. Also ich bin schon ein paar Mal dabei gewesen, sieht man mir nicht an, aber so. Und ist wirklich so, sonst gibt es immer welche, die so ein bisschen rumnörgeln, nöhlen. Die habe ich hier noch gar nicht getroffen. Also die Leute sind echt glücklich, dass die Messe stattfindet. Und ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, das ist doch super. Dass die stattfindet. Also hervorragend. Wirklich. Jetzt wollen wir das Gespräch mit den beiden Vorstandsvorsitzenden da unten ein bisschen vorbereiten. Können wir mal die Voxer-Umfrage eingeblendet bekommen? Das war die Frage an unsere Zuseherinnen und Zuseher zum Thema Digitalisierung. Oh, jetzt sieht man hier ja, weil es viele Vorteile für Feuerwehr und Rettungsdienst bringt. Ja, oben auch nochmal, Digitalisierung wird digitalisiert, alles, was da natürlich geht. Und ja, aber nicht in dem Maße. Jan-Erik, wie siehst du das? Verwundert dich dieses Ergebnis? Bestätigt dich das in dem? Du bist ja jeden Tag hier unterwegs und ich weiß, dass du auch viele digitale Themen mit den Kunden und auch den Lieferanten hier diskutierst. Also ich glaube da definitiv dran. Es gibt so Beispiele. Dein Saugroboter weiß, ob du zu Hause bist, die Feuerwehr weiß es nicht. Wenn der digitalisiert ist und ganz viele Haushaltsgeräte sind digitalisiert oder deine Kaffeemaschine, die weißt, du hast schon 7 Tage nicht mehr benutzt, dann bist du wahrscheinlich im Urlaub. Die Feuerwehr kommt an, weiß all diese Sachen nicht. Und über die Digitalisierung hast du die Chance, in der Zukunft diese Sachen zu wissen, wie viele Leute da leben. Da ist vielleicht einer gemeldet, aber 7 leben da. Dein Mobilfunkbetreiber weiß das. Ja. Die Feuerwehr weiß es nicht. Ja. So, und das sind alles so Erkenntnisse, die jetzt im Digitalisierungszeitalter zusammenfließen können und wo die Feuerwehr wirklich Vorteile hat. Ja. Dann schauen wir uns das doch jetzt mal unten in der Halle an. Bevor ich aber zu Kim gebe, Nele, du musst mir noch verraten, wir haben uns ja jeden Morgen hier getroffen. Morgen werden wir uns auch wieder treffen. Was hast du morgen mitgebracht? Ja, morgen ist ja schon Freitag und war dann der vorletzte Tag. Wer glaubt das? Das ist so schnell rumgegangen. Ja. Aber morgen bringe ich euch nochmal ein spannendes Bild des Tages mit und freue mich jetzt schon auf den Kaffee morgen. Aber morgen müssen wir uns auch über Zahlen unterhalten. Mich würde wirklich interessieren, welche Themen gut angekommen sind und auch gerne mal... Genau. So ein kleiner Rückblick, so ein Vorab. Rückblick hört sich für den Freitag. Samstag gibt es einen großen Rückblick und morgen dann den kleinen. Dann darf ich euch beiden erstmal herzlichen Dank sagen, dass ihr heute Morgen hier wart. Jan, du musst in deine gläserne Redaktion wieder zurück, damit die Messezeitung pünktlich rauskommt. Da hat auch Herr Dr. Köckler ein großes Interesse daran. Ich würde sagen, ich gehe meinen Stammarbeitsplatz. Danke euch. Danke, Werner. Ja, danke, und Werner. Wir schauen mal, ob Kim mit unseren beiden CEOs unten schon präsent ist. Ja, ist sie. Ich darf nach unten hingeben und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit unseren beiden Gästen. Kim, bitteschön. Ja, vielen Dank, Werner, und nochmal liebe Grüße nach oben ins Dräger Interschutz Studio. Und du hast es schon richtig gesagt, ich habe hier heute hohen Besuch. Bei mir mit am Stand ist Herr Dr. Köckler von der Messe AG. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, bin sehr gerne hier. Danke. Und neben mir Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender von der Drägerwerk AG. Herr Dräger, schön, dass auch Sie sich heute die Zeit genommen haben, heute hier mit bei uns dabei zu sein. Ist mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Ich würde sagen, Ihre Zeit ist knapp. Wir fangen direkt an. Eigentlich wollten wir Corona aus unserem Wortschatz streichen, aber wir haben es eben schon im Studio mitbekommen. Das geht irgendwie trotzdem uns allen noch so, dass das Thema präsent ist. Wie war denn das bei Ihnen, Herr Dr. Köckler, als die Messe 2020 und 2021 wegen der Pandemie abgesagt wurde? Ist ja eigentlich das Klassentreffen. Eine absolute Sondersituation. Wir haben erstmals im März 2020 nach 75 Jahren die Industriemesse oder nach 73 Jahren verschoben und dann abgesagt. Hatten ja dann immer wieder gehofft, dass man schnell Messe machen kann. Und jetzt merkt man ja erst, wenn man eine gewisse Impfsituation hat und eine Variante hat, die nicht zu so viel schweren Erkrankungen führt, kann man wieder ruhigen Gewissens Messe machen. Und vor allen Dingen der Interschutz, der Herr Hegemann hat es gerade gesagt vom Feuerwehrmagazin, der uns ja als neutraler Journalist lange begleitet hat und seine Aufgabe ist es ja auch, kritische Fragen zu stellen. Findet es statt, findet es nicht statt? Ja, es gab Argumente dagegen, gerade in dieser Halle, und darauf können wir alle sehr, sehr stolz sein. Haben wir ein Zeltlager
für Geflüchtete eingerichtet, dass man sich wirklich hier im ersten Moment willkommen fühlen konnte für all die traumatisierten Geflüchteten. Es gab weitere Argumente und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und da nochmal als erstes ein großes Dankeschön an Herrn Dräger. Gerade wurde schon gesagt, auch Rosenbauer hier in der Halle, ein Unternehmen Hikes, die immer gesagt haben, wenn wir die Chance haben auf Interschutz, lass uns doch in Chancen denken und nicht in Risiken. Und das war sehr, sehr eng. Von daher jetzt erkennt man, am ersten Tag war auch ich noch unsicher, wie viel Besuch wird wohl kommen. Wir haben tolle Internationalität. Wir haben ja die Freude der Menschen, dass man sich wieder treffen kann. Und Interschutz ist einfach Retterin, Retter, Helferinnen, Helfer. Ganz besondere Klientel. Von daher Achterbahnfahrt. Und jetzt hoffe ich, dass es nicht mehr Achterbahn ist, sondern mit Blick dann auf die Interschutz 26. Auch mir sieht man es hoffentlich nicht an, aber das ist auch schon seit 12 Jahren bin ich bei dem Thema mit dabei. Die Relevanz nimmt unheimlich zu. Wir haben ja ganz viel Politik hier. Bin auch stolz auf unsere Landesregierung, die hat die Kabinettssitzung gemacht. Herr Pistorius ist jeden Tag hier, dass wir wirklich die Themen anpacken und damit A zeigen, dass Messe wieder geht und trotzdem das, was Sie hier vorbildlich vormachen. Es ist am Ende ein Mix. Wir werden das hybridisieren, die, die nicht hier sein können. Wir müssen einfach zu einem Zeitpunkt die Welt zusammenführen, dann die relevanten Themen haben, begeistern, hier in den Hallen und gerne das auch streamen. Von daher sehr große Erleichterung, wie man meinen Gesichtszügen, glaube ich, ansehen kann. Und ein riesen Dankeschön an die, die an uns geglaubt haben, weil wir sind nur Plattformmacher. Wir können nicht ohne die Aussteller mit dabei sein. Das ist ein schönes Statement. Vielen Dank. Herr Dräger, wir arbeiten ja für die gleichen Zielgruppen. Feuerwehr und Rettungsdienst. Wie ging uns das bei Dräger 2020, als die Interschutz abgesagt wurde? Nun, das ist ja nun die wichtigste Feuerwehrmesse der Welt, die nur alle 5 Jahre stattfindet. Und als sie dann abgesagt werden musste, waren wir natürlich sehr traurig, denn nicht nur das Standbesetzungsteam hatte ja schon darauf hingearbeitet und alles vorbereitet zu diesem Zeitpunkt, sondern das hatte noch viel mehr Auswirkungen. Unsere ganze Innovationspipeline, wie wir sagen, auch diese Product Roadmap, also die Produktentwicklungszeitpläne, sind ja darauf abgestimmt, dass wir genau dann ein großes Feuerwerk zünden möchten von Innovationen und Neuheiten, die dann erstmalig dem Publikum gezeigt werden. Ja, und dann saßen wir da und haben überlegt, was machen wir denn jetzt und mussten uns was einfallen lassen, wenn wir können ja jetzt nicht so beliebig lange warten. Ja, ein Jahr vielleicht mit dem Vorstellen der Neuigkeit, wenn sie sowieso vielleicht noch ein paar kleine Verzögerungen im Entwicklungsprozess gehabt hatte, aber nicht beliebig lange. Und da mussten wir sehen, wie wir damit umgehen. Und insgesamt würde ich sagen, war das Wesentliche Gelassenheit. Wir müssen einfach manche Dinge so nehmen, die wir nicht ändern können und dann an den Dingen arbeiten, die wir beeinflussen und bearbeiten und auch ändern können. Und so sind wir in unserer über 130-jährigen Unternehmensgeschichte schon durch so manche Krise gekommen. So mussten wir dann erstmal sehen, wie es denn jetzt weitergeht. Wie sind Sie denn damit persönlich umgegangen, Herr Dräger? Die Pandemie hat ja auch irgendwie im persönlichen Umfeld ordentlich für Veränderungen gesorgt. Das Arbeitsleben hat sich geändert. Was hat sich persönlich da für Sie verändert? Gut, das war natürlich für Dräger eine Sondersituation, die nur wenige wahrscheinlich in der Form so erlebt haben, denn wir machen ja Technik für das Leben und die war gefragt wie nie zuvor. Mhm. Und jeder, aber auch jeder Mitarbeiter bei Dräger hat das hautnah erlebt, wie viel Sinn diese Arbeit macht, insbesondere unsere Beatmungsgeräte für die Intensivstationen, für die Behandlung Corona-kranker Lungen sowie der Gesundmachung waren gefragt wie nie zuvor. Und das hat schon auch sehr demütig gemacht, wie viel Beitrag wir zur Bewältigung der Krise leisten können. Ich persönlich war jeden Tag in meinem Büro am Arbeitsplatz, wie die vielen anderen, die in der Fabrik arbeiten, natürlich auch. Wir haben dann einen Dreischichtbetrieb eingeführt. Für mich persönlich, Sie haben nach den persönlichen Auswirkungen gefragt, hat es bedeutet, ich habe tatsächlich 5 Kilo abgenommen, weil ich nur noch zu Hause mein selbstgebackenes Schwarzbrot gegessen habe. Und das scheint viel gesünder zu sein als die vielen Geschäftsessen, die sonst stattfinden. Wie war das bei Ihnen? Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind ja quasi der Plattformanbieter hier. Das ist das Klassentreffen. Aber was hat das persönlich mit Ihnen gemacht, Herr Dr. Köckler?
Also bei uns war die unternehmische Situation dramatisch, das kann man auch gar nicht anders sagen. Kontaktsperre ist das Gegenteil von Menschen zusammenbringen. Wir haben über fast ein Dreivierteljahr kaum Umsätze machen können. Wir sind wie viele Messegesellschaften im Besitz von Stadt und Land. Also ich habe selber sehr schnell den Austausch gesucht. Und es gibt ja oft Politikbashing. Bei uns in Niedersachsen und Hannover ist das großartig, weil wir sind richtig Messestadt. Es weiß jeder, was er an der Messe hat, unabhängig von den Parteibüchern. Und dann haben wir einmal eine Restrukturierung gemacht. Wir haben unser Unternehmen völlig neu aufgestellt und haben sehr viel digitale Dinge versucht. Kann ich jedem nur empfehlen. Wir sind deshalb wieder jetzt mit den physischen Messen so am Start, weil unser Versuch, die Hannover Messe rein digital zu machen mit 1800 Ausstellern, mit 90.000 Teilnehmenden. Am Ende hat der Beiratsvorsitzende gesagt, ihr wart super in Hannover, aber macht es nie wieder. Das heißt, das, was wir jetzt machen, digitale Ergänzung, ist hervorragend, aber im Kern geht das nicht. Und bei mir ganz persönlich, ich bin 99, wie viele, durch Zufall ins Messegeschäft gekommen, Projektleiter, habe 13 Jahre lang hier Agrarmessen gemacht, die super gewachsen sind nach der Erweiterung Osteuropas. Alle wollten Landtechnik hier einkaufen, bin jetzt im 11. Jahr hier im Vorstand. Große Demut, das, was wir heute hier erleben, ist nicht selbstverständlich. Vielleicht hätte ich eine Interschutz 2020 gesagt, okay, die ist so, das macht man so. Und persönlich, das, was heute Resilienz heißt, der Vorteil ist, ich muss ja sehr viel reisen. Ich hatte plötzlich keine Dienstreisen mehr. Hab das genutzt, um tatsächlich das nochmal sehr viel fokussierter anzugehen. Gut, und was ich lernen musste, ist, dass wir viele Entscheidungen auch treffen mussten, die unpopulär sind. Das heißt, ein CEO in so einer Krisenlage ist dafür verantwortlich, dass wir eine Zukunft nach vorne haben. Und das musste ich auch erst noch lernen in einer Umgestaltung, dass man richtige Entscheidungen konsequent umsetzt. Da hatten wir auch tolle Beratung temporär im Haus. Und da bin ich dankbar, die Rückendeckung der Anteilseigner. Aber Demut und Dankbarkeit, dass jetzt wieder losgeht. Sehr gut. Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt auch irgendwie Chancen. Welche Veränderungen dieser Arbeitswelt hatten Sie denn als oder würden Sie als Chancen für Ihre Mitarbeiter definieren? In der Arbeitswelt? Ja. Ganz klar, dass wir sehr, sehr schnell gelernt haben, digitale Tools einzusetzen, um zusammenzuarbeiten. Dass wir auch in dem Miteinander von Arbeitnehmervertretern und Arbeitgeber gelernt haben, dass man eben das richtig einsetzen kann. Wir haben jetzt eine hochmoderne Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten getroffen. Ich bin auch ein bisschen Old-Fashioned-Chef. Am wohlsten fühle ich mich, wenn alle da sind. Aber wenn man ehrlich ist, geht es ja nur darum, was da rauskommt. Wichtig ist, dass die Messe erfolgreich ist, wie man das macht. Das ist ein Vorteil. Und bei dem Reisen, ich bin zu Messen gar nicht so pessimistisch. Wir werden sicherlich, ich bin auch in vielen Gremien, wenn es Sinn macht, machen wir das in einem Online-Meeting, dann sehr fokussiert. Aber um neue Leute zu integrieren, wird man sich immer treffen müssen. Aber wir werden insgesamt Ressourcen sparen, dann nachhaltiger unterwegs sein, digitale Dinge mehr nutzen. Also die Pandemie als Beschleuniger von Veränderung. Und wir müssen das gestalten. Wir merken das gerade hier. Die Demografie, nicht nur an Flughäfen, auch bei uns, ist Personalknappheit. Wir werden im Kopf sehr agil sein müssen und wir die verantwortungsvolle Aufgabe haben, müssen das auch sein. Und das macht unterm Strich aber Spaß. Wir müssen die Zukunft gestalten, uns in die eigenen Hände nehmen. Und ich sehe da sehr viele Chancen, dass man eben nicht mehr in ein Büro kommt, obwohl man zu Hause sein könnte, aber dann sehr bewusst im Büro in Teams zusammenarbeitet. Also wir werden in der Arbeitswelt eine große Veränderung haben, sicherlich anders als in einer Produktion. Wir sind ja als Plattformmacher, Kommunikatoren, Dienstleister, aber da werden sehr viele positive Dinge sein. Und wir müssen auch ein attraktiver Arbeitgeber sein, dass die jungen Talente zu uns kommen wollen. Danke. Herr Dräger, Sie haben das gerade schon gesagt, wie wir bei Dräger damit umgegangen sind, als damals die Pandemie losging. Können Sie noch mal ein bisschen die Arbeitswelt beschreiben? Was für Chancen haben sich da bei uns bei Dräger ergeben? Nun, man muss ja sagen, dass insgesamt hier im Land, glaube ich, ungefähr 70% aller Arbeitsplätze nicht so einfach mobil werden können, weil die an einen festen Ort gebunden sind, egal ob das Handwerker sind oder Servicekräfte hier auf der, in der Gastronomie oder wie auch immer. Die können nicht ohne weiteres mobil arbeiten. Das wird fast ein bisschen in der Diskussion aus meiner Sicht überbewertet.
Da halfen nur Schutzmaßnahmen. Wir mussten natürlich unter allen Umständen unsere Produktion in der Fabrik aufrechterhalten, wo die lebensrettenden Beatmungsgeräte produziert werden. Das hatte die allerhöchste Priorität. Das ging nur mit Schutzmaßnahmen und Konzepten, hat zum Glück auch gut funktioniert. Und in den Büros, da konnte dann so mobiles Arbeiten eingesetzt werden. Das war für Träger auch nicht neu. Da waren wir schon ganz gut vorbereitet, hatten die technischen Möglichkeiten vorher auch schon geschaffen. Und hier kommt auch ganz schön zusammen die menschliche Komponente, die bei der Arbeit immer ist und bei Träger auch insbesondere. So waren der regional zuständige IT-Leiter und die Kommunikationschefin auch privat ein Paar und haben übers Wochenende entschieden, sowohl einen zusätzlichen neuen VPN-Client auszurollen als auch MS Teams. Und am Montagmorgen hatten alle 17.000 Träger-Mitarbeiter einen weiteren VPN-Client, damit der vorhandene nicht zusammenbricht, und hatten auch MS Teams zur Verfügung. Und dann mit diesen Möglichkeiten ist es uns gut gelungen, zu jeder Zeit auch in den Verwaltungsbereichen noch arbeitsfähig zu bleiben. Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war ein reibungsloser Übergang, wenn ich das noch so im Kopf habe. Und MS Teams ermöglicht uns heute auch immer noch gut mit allen irgendwie in Kontakt zu bleiben. Man sieht sich durch Videotelefonie. Auch das ist irgendwie neu. Das hätte man sich vor 3-4 Jahren auch noch nicht vorstellen können. Thema Digitalisierung ist ein gutes Stichwort. Wir hatten am Montag den Raimund Bücher vom Werkfeuerwehrverband hier am Stand und haben auch ein kleines Interview mit ihm geführt. Und dazu haben wir noch ein kleines Video aufgenommen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Film ab. Also wir alle leben ja schon in der Digitalisierung. Ja? Wenn vor 15 Jahren jemand gesagt hat, wir können mit dem Smartphone Mails empfangen und Ähnliches und wir machen unsere Gespräche dann auch noch online oder per Twitter oder sonst, das wäre alles nicht denkbar gewesen. Wir leben damit, das ist das eine. Insofern ja, das Leben wird digitaler. Wir werden uns darauf einrichten müssen. Alles wird sich nicht digitalisieren lassen. Für uns speziell heißt das Digitalisierung, im weitesten Sinne Anwendung von Digitalisierung da, wo es eine Prozessverbesserung bringt, wo es einen Gewinn bringt, wo es eine Erleichterung bringt. Ja, dann ja. Aber nur um Digitalisierung willen, nein. Ja, wir haben jetzt leider das Video nur die Hälfte mit dem Ton miterlebt, aber vielleicht können Sie trotzdem mal kurz sagen, wie Ihre Unternehmen mit der Digitalisierung ganz im Allgemeinen umgehen. Vielleicht starten Sie mal, Herr Dr. Köckler. Für uns hat das zwei Komponenten, einmal Digitalisierung im Unternehmen zu nutzen. Da versuche ich natürlich Vorbild zu sein. Ich laufe hier jetzt 6 Tage übers Gelände nur mit meinem Smartphone. Das Briefing, alles ist da drin, ich drücke da drauf und das geht wunderbar. Das heißt, damit sparen wir Papier und sind auch einfach schneller. Auch mein Umfeld braucht das nicht vorbereiten. Bis hin zu Gremiensitzungen. Wir haben beschlossen, dass auch unsere Aufsichtsratsunterlagen digital verschickt werden. Das ist das eine. Ich appelliere immer daran, dass das nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern mit der Einstellung, dass man das, was man privat nutzt, bitte auch nutzen soll. Und für mich ist das eine positive Hilfestellung. Und wir brauchen natürlich eine Disziplin, wenn wir alle nur rumdaddeln und anderes, kann man das nicht machen. Das ist sehr, sehr positiv und für uns im Geschäft noch viel wichtiger. Wir müssen sehr, sehr aufmerksam verfolgen. Interschutz ist ja eine ganz klassische Weltleitmesse. Wie können wir hier digitale Tools ergänzen, um auf der einen Seite, das hatte ich im Vorgespräch mit Herrn Dreger, jetzt alle 4 wegen der Relevanz und der 7 Jahre und demnächst in definierten Abständen 4 oder 5 Jahre wirklich eine Branche an einem Punkt zusammenzuführen. Das kann man digital vorbereiten, das kann man während der Veranstaltung digital verlängern. Da wir eine AG und ein Wirtschaftsunternehmen sind, müssen wir uns auch überlegen, wie verdienen wir damit Geld. Wir hatten jetzt bei der Industriemesse 15.000 digitale Tickets noch kostenlos. Da konnte also jemand aus der Quarantäne in Shanghai die neuesten Entwicklungen der automatischen Radmontage beim Auto verfolgen oder andere Diskussionen. Also für uns ein Riesenthema und ich selber mache allein deshalb sehr viel LinkedIn. Habe damit erst angefangen vor 5 Jahren und wenn mich nicht unser Digital Officer damals gezwungen hätte und gesagt, Sie brauchen ein iPhone und Sie brauchen LinkedIn, dann können Sie nicht digitalisieren. Da nochmal vielen Dank an den Michael Mollert, der mir das damals ins Stammbuch geschrieben hat, weil ich dachte damals noch, ich brauche ein BlackBerry mit Fingern unter dem Daumen und dachte, Social Media ist etwas für Leute, die keine Zeit haben, weil wenn ich Herrn Dreger erreichen wollen würde, würde ich das, glaube ich, in der Woche schaffen, den würde ich ja anrufen. Aber ich mache LinkedIn, um zu lernen, wie Digitalisierung geht. Und wenn man guckt, auch als Vorbild für unsere Kolleginnen und Kollegen,
wie aktiv wir jetzt hier im Netz sind. Das ist doch super, das kann die ganze Welt miterleben, wir machen das. So, und dann wird es da auch immer wieder Wellen geben, vielleicht gibt es irgendwann wieder neue Netzwerke, anderes, aber für uns ein Riesenthema, wird einfach Teil unseres Lebens sein und wir sollten es positiv und optimistisch sehen und ich bin ganz dankbar für die Dinge, die da sind, weil es meine Arbeitswelt auch viel einfacher macht. Vielen Dank, genau. Das, was wir hier gerade machen, hat ja auch etwas mit Digitalisierung zu tun. Ein hybrides Eventformat, auch irgendwie was Neues, was durch die Pandemie entstanden ist. Herr Dräger, wie sind wir bei Dräger oder wie gehen wir bei Dräger mit der Digitalisierung um? Die ist ein integraler Bestandteil unseres Fortschritts. Ist jetzt kein Sonder- oder Extrathema. Es wird mir mal oft viel zu sehr auf den Aspekt der Videokonferenz reduziert. Das ist es bei weitem nicht. Das hatten wir ja auch vorher schon. Wir haben ja dann Skype for Business genutzt, wie Sie sich noch erinnern. Das war nur noch nicht in dem Maße. Aber diese Reduktion ist gar nicht so zielführend. Was zum Beispiel auch dazu gehört, ist jetzt eine digitale Unterschrift, die wir auch in der Rechtsabteilung mittlerweile rechtssicher anwenden können. Das gehört dazu, aber nicht nur das, sondern auch viele andere Elemente gehören zur Digitalisierung dazu. Auch für das Geschäft selber, dass andere Möglichkeiten entstehen für neue Geschäftsmodelle, die früher nicht denkbar gewesen wären, ohne diese technischen Möglichkeiten, die jetzt sag mal, sich erschließen. Wir haben ja hier am Messestand auch einige Produkte, die wir als Neuheiten hier ausstellen, die auch schon viel mit der Digitalisierung zu tun haben, die wir um diesen Aspekt erweitert haben. Vielen Dank für die beiden Statements. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Und zwar würde ich gerne noch mal wissen, was war, Herr Dräger, Ihr schönstes Interschutz-Erlebnis, vielleicht auch aus der Vergangenheit oder was Sie heute schon erlebt haben? Nun, ich muss ja gestehen, dass ich 2015 tatsächlich selbst zum ersten Mal auf einer Interschutz war. Und es war schon auf dem Herweg ganz schön zu sehen, wie viele Feuerwehrautos hierhin unterwegs waren. Das ist wirklich ein großes Klassentreffen der Feuerwehrleute. Und ich habe dann hier auf dem Freigelände ein bekanntes Gesicht gesehen. Ein Jurist aus der Arbeitgebervereinigung Lübeck, in der ich im Vorstand dieses Vereins tätig bin. Und ich sage, oh, wie schön, Sie hier zu treffen. Was machen Sie denn hier? Wie kommt das denn? Was macht der Jurist auf dem Messegelände? Er sagt, ja, ich bin in meinem Nebenberuf als freiwilliger Feuerwehrmann aus dem Kreis Segeberg hier angereist, um mir ein Bild von den Innovationen zu verschaffen, was uns hier voranbringt. Und das war total schön und unerwartet. Und das habe ich noch gut im Kopf. Und ich freue mich darauf, was mich heute noch alles erwartet. Bin gespannt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was war Ihr schönstes Interschutz-Erlebnis? Am Sonntagabend haben wir dort in dem Pavillon 33 mit unseren Partnern und unserem internen Team Kickoff gemacht. Montag geht es los. Und nach den ganzen beschriebenen Unsicherheiten ist ja völlig unklar gewesen, kommen Internationale, mich fragte wirklich der Dr. Siegel mal irgendwann in der größten Krise, sind wir dann ganz alleine auf der Messe? Und als dann Sonntagabend die Washington Firefighters mit Dudelsack in dieses Pavillon kamen und wir sofort wieder Internationalität und wir voller Freude miteinander diskutiert haben, das macht eben internationale Messe und das macht meinen Job, unsere Berufung hier so attraktiv. Dass man wirklich, ich habe da eine halbe Stunde mit Firefighter gesagt, wie habt ihr denn die Zeit? Die haben gesagt, ja, wir sind schon retired. Die sind die ganze Woche hier, waren total begeistert. Und dann für mich natürlich, als ich die Besucherzahl Dienstagmittag gesehen habe, traditionell ist ja der Montag immer ein bisschen schwächer, als man Dienstag gesehen hat. Wir haben insgesamt einen Besuch, der auf diese 80.000 Quadratmeter, 1.300 Aussteller passt, der eben nicht nach unten geht, sondern wunderbar in den Erwartungen ist, gepaart mit dieser guten Stimmung. Das haben wir auch gerade schon gehört. Also das war als Geschäftsmann das wichtigste Momentum, weil wir ja doch, wenn wir ehrlich sind, eine Riesenverantwortung haben. Am Ende muss ein Vorstand der Deutschen Messe AG entscheiden, ziehen wir durch oder nicht. Wenn wir jetzt nebeneinander stehen und das erfolgreich ist, das sehr schön. Wenn aber Dräger eine große Fehlinvestition getätigt hätte, dann hat man das zwar zusammen entschieden, aber das ist natürlich am Ende das Wichtigste, dass wir das hinbekommen. Aber emotional
auch für uns, wir sind ja in einer Phase mit Kurzarbeit, das hat schon, man braucht ein festes Gemüt, wenn man hier 100 Hektar Messegelände leer stehen hat und da nichts passiert, Unkraut wächst. Von daher diese Dudelsackspieler, das werde ich lange, lange sehr positiv mitnehmen. Vielleicht ein Zeichen des Aufbruchs, geht wieder los. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Das ist eben nach wie vor Klassentreffen hier auf der Interschutz. Und auch wir können sagen, die ersten Tage, die hier angelaufen sind, sind super gelaufen. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und hoffen, dass wir jetzt noch schöne, erfolgreiche Tage haben. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie sich Ihre kostbare Zeit genommen haben. Wir sind auch schon soweit durch hier und ich würde direkt an dich zurückgeben, Werner, ins Dräger Interschutzstudio. Ja, herzlichen Dank, Kim. Das war mir ja mal ganz spannend aus dem Studio hier dieses Gespräch von Herrn Dr. Köckler und Herrn Dräger zu verfolgen. Ganz ehrlich, mich haben die persönlichen Statements berührt. Wirklich toll, dass man auch mal ein bisschen Vorstand in Nähe bekommt. Schön, dass Sie da so ein bisschen persönlich erzählt haben. Kim, dir herzlichen Dank für die Moderation, für die Vorbereitung, dass wir das hier in der Form gut hinbekommen haben. Von daher, das ist alles gut. Ich darf mich bei euch beiden hier, bei Nele und bei Jan-Erik bedanken. Toll, dass ihr heute Morgen hier wart. Du musst jetzt ganz langsam wieder in dein gläsernes Studio. Wir wollen ja wieder eine Live-Ausgabe dann für die nächsten Tage haben. Ja, ich darf mich bei euch bedanken. Die 8. Ausgabe der Mission Safety Digital ist gelaufen. Im Hintergrund seht ihr den nächsten Schritt. Wir werden uns um 12.30 Uhr hier wiedersehen. Und dann wollen wir die Einsatzkräfte schützen. Das passt natürlich ganz hervorragend auch zu unserem Claim. Wir schützen dich zu jeder Zeit in der Feuerwehr. Was es damit auf sich hat, das werden wir natürlich um 12.30 Uhr erzählen. Dieser Stream ist wieder nachvollziehbar, verfolgbar auf unserer Plattform. Ihr könnt euch das Ganze nochmal in Ruhe ansehen. Und tut mir einen Gefallen, leitet die Mails einfach mal weiter, ladet noch andere Leute zu diesem Format ein. Ich glaube, viele Informationen, die wir hier senden, sind auch für andere spannend. Ja, dann bin ich schon fast durch. Ich würde sagen, hoffentlich um 12.30 Uhr wieder. Und mein Abschlussstatement ist immer das gleiche. Passt auf euch auf.